Wer ist das? Warte, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Bleibt mal hier, bleibt mal hier. Hallo? An denjenigen, der hier im Haus ist. Wir sind nur Lost Placer. Ist es in Ordnung, wenn wir uns das Haus weiter angucken oder sollen wir gehen? Hallo? Ich höre da oben einen deutlichen Film laufen. Da ist der komplette Boden eingekracht. Leute, wir müssen echt arg aufpassen. Ja, nee, lass nicht hier rein. Ach so. So Leute, ein kleines Real Talk zu dem Video, was jetzt kommen wird. Einige haben es über Insta schon mitbekommen. Wir sind die Treppe hochgegangen und haben dort einen Film gehört. Da hat jemand einen Film eingeschaltet, um uns abzuschrecken. Gehe ich mal von aus. Es ist ein Lost Place. Es ist marode. Es kracht in sich zusammen. Wände sind solche Risse. Böden aus Beton sind einfach weggekracht in ellenlange Löcher. Es ist unfassbar. Die Treppe ist marode. Es hält alles nicht mehr lange. Man fragt sich wirklich, ja. Dann haben wir Nachbarn angesprochen. Angeblich wohnt da noch der Hausbesitzer. Aber niemand hat ihn gesehen. Seit Jahren nicht. So, und für mich sieht es eher aus, als wenn da Obdachlose hausen. Den Nachbarn macht es, wie gesagt, Angst. In diesem Gebiet gibt es Höhlen, wo auch mal Häuser absagen. Das ist auch bekannt. Und also das war so kurios. Wir haben es abgebrochen. Wir wissen nicht, wer das war. Auf jeden Fall hatte er noch Strom. Ein Kabel verlief in den Keller. Wo auch immer der das anzapft, keine Ahnung. Schaut euch das Video an. Es ist wirklich, also ich finde es super gruselig und überlege nach wie vor, ob man da immer nicht irgendwas machen kann. Also, weil da sollte keiner mehr rein. Also selbst ein Urbexer sollte das lassen. Das ist wirklich nicht mehr schön. Aber seht es selbst. Achtung, die in diesem Video gezeigten Inhalte sind unter keinen Umständen nachzumachen. Ich übernehme keinerlei Haftung. Moin Leute, ich bin's Chris, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir gucken uns jetzt ganz spontan eine alte, verlassene Villa an, denn ich habe heute Nachmittag gesehen, da ist die Türsperrangel weit auf. Jetzt werden wir mal gucken, heute wieder unterwegs mit Lukas und Marie. Moin. Und den werden, wir wissen noch gar nicht, was denen hier blüht. Viel Spaß. Lost Place, Lord Adventure. Ja, nee, lass nicht hier rein. Achso, Aufnahme. Na, hier ist erstmal ein altes Auto, ein Peugeot. Krass. Ey, da ist erstmal eine... Da drinne... Nee, aber da drinne liegt allerlei Zeugs und eine Mikrowelle. Ist doch alles verwachsen hier. Okay, da hatte einer Durst, ey. So, ich kann hier noch kein Licht machen. Alter, stinkt das. Oh, du Scheiße. Lukas, hier lebt keiner mehr. Also Leute, unsere Vermutungen haben sich bestätigt. Oder das, was ich über diese Villa gehört habe, ist, dass hier mal ein Messi gehaust hat. Und ich meine, guckt euch das an, die Treppe ist voll, es ist einfach komplett vermüllt. Eine Zeit lang hieß es, dass hier noch einer wohnt ohne Strom und ohne Wasser. Aber ich sehe hier gerade, da ist der Boden raus, also hier lebt schon lange keiner mehr. Ich zeige euch das mal. Da ist der komplette Boden eingekracht. Leute, wir müssen echt arg aufpassen. Warte mal, ich mach das. Leute, ich bin hier gerade völlig unachtsam reingegangen. Da ist schon alles eingekracht. Alter, Leute, der ganze Boden sackt hier weg. Ich komme hier raus, aber ich will einmal durchfilmen. Da ist das Fenster offen. Alter, das ist in einem katastrophalen Zustand. Was haben wir hier noch? Da ist, ich kann da nicht weitergehen. Warte mal, Lukas, komm mal her. Ich habe Angst, dass ich wegsack. Alter. Alter, Leute. Der Boden unter uns bewegt sich, aber massiv. Hier ist noch so eine Asbach-uralte Orgel. Ey, auch hier kracht der Boden langsam weg. Also hier ist schon alles völlig durch. Leute, was hier liegt? Weihnachtssachen. Da sind noch unzählige Videokassetten, Plattenspieler. Das ist ja irre. Da ist noch ein Sportgerät. Also so ein Lost Place hatte ich auch lange nicht. Liebe Leute, ja, hier hausen welche. Das ist ja wohl mal so. Guck mal hier, Leute. Ein Plattenspieler
mit Kassettenlaufwerk. Alte Videorekorder, ich glaube, das ist noch ein DVD-Player. Christian, guck wieder. Das ist hier, hier schlafen Obdachlose, ganz klar. Ja, Leute, hier die Spielesammlung, die eigentlich fast jeder zu Hause hat. Da haben wir noch eine Videokassette. Und, ey, das perfekte Dinner, das ist doch alles gar nicht so alt. Wenn man das hier sieht, das ist ja völlig da, das ist ja alles schon marode. Funktioniert das nicht? Also Leute, hier hausen Obdachlose. Das ist ganz klar zu sehen. Ey, was hier rum? Jo. Liebe Leute, das nenne ich mal eine Vase. Ja, die ist nicht nur hübsch, die ist wahrscheinlich auch mega alt. Ich meine, das ist eine Villa. Der Typ, der hier gelebt hat, oder die Familie, die scheinen Geld zu haben. Ich meine, aber Messi ohne Ende. Ich meine, da hinten sind schon wieder CDs. Plattenspieler. Es ist ja unfassbar. Wer kennt die Serie nicht? Hier haben wir noch Mrs. Doubtfire und Buffy im Bann der Dämonen. Und hier sind noch Weihnachts-CDs. Ich muss mal meine Lampe hier ablegen. Ist ja heftig. Ja, Leute, wer sammelt heute noch Videokassetten? Ich und er. Alte Hörspielkassetten. Ja, Leute, das ist wirklich mal jetzt... ein richtiges Urbex-Erlebnis. Hier können wir wirklich mal gucken, wann und wie hier das letzte Mal jemand gelebt hat, weil hier einfach noch echt viel rumliegt. Ich geh ein Stück. Also hier ist noch ein alter Grill. Leute, da Dias, was hier rumliegt. Vinyls, Autobatterien ohne Ende. Also Leute, das sieht aus wie ein Prepper-Camp. Hier guckt euch das mal bitte an. Hier ist alles voll mit Essen. Also hier auf der Dose, auf der Linsensuppe, steht 2021. Wir vermuten, dass hier Obdachlose hausen. Hier sind auch noch Kabellagen verlegt. Hier war ganz langsam. Ja, hier muss man echt vorsichtig sein. Das hält aber noch, Lukas, das hält noch. Ja, das stimmt. Also hier sind auch wieder unzählige Videokassetten. Da auch, das war auf jeden Fall mal ein Filmfan. Also hier sieht man auch. Wer ist das? Leute, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Bleibt mal hier, bleibt mal hier. Was ist das? Das ist ein Film oder ein Radio. Dann lass uns hochgehen, dann sind das nur Obdachlose. Ja, Leute, ich habe das Ganze jetzt abgebrochen. Da oben hat irgendjemand so eine Art Film oder irgendwas angemacht. Das hört sich an, als wenn einer da über ein Handy einen Film guckt. Das war uns jetzt nicht ganz koscher. Also wir sind da drinnen nicht alleine gewesen und haben das jetzt erstmal abgebrochen. Hallo? An denjenigen, der hier im Haus ist. Wir sind nur Lost Placer. Ist es in Ordnung, wenn wir uns das Haus weiter angucken oder sollen wir gehen? Hallo? Ich höre da oben einen deutlichen Film laufen. Ja. Ist das in Ordnung? Wir wollen sonst nichts? Ja, Leute, ihr seht, das Gebäude ist ziemlich hoch. Derjenige, der da anhaust, was auch immer, wir wissen es nicht, antwortet definitiv nicht. Und uns ist es zu riskant, da hochzugehen, weil mit einmal hörten wir diesen Film, ihr habt gehört, da scheint irgendjemand zu hausen, auf jeden Fall. Ja, es ist gruselig, es ist wirklich gruselig. Deswegen brechen wir jetzt an der Stelle einfach ab. So Leute, wir haben jetzt gerade entschieden, dass wir hier nochmal herkommen am Tage. Es war uns jetzt einfach zu krass, da reinzulatschen. Wir wissen nicht, wer da ist. Es ging auf einmal, wie gesagt, ein Film an. Man hörte plötzlich was. Und ich habe erst gedacht, dass Marie hier irgendwas bei YouTube guckt und wollte schon fragen und hör dann, dass das von oben kam. Das war uns echt zu skurril. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr kein weiteres Abenteuer von Lost Place Nord Adventure verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Ciao.